Hallo, wir sind in Frankreich, hier schon am ersten Spot. Wir wollen ein bisschen Klippe springen, ein bisschen Canyoning. Der erste Spot ist ein Canyon. Bin auf jeden Fall hyped. Und ab geht's. Wir sind jetzt hier im Canyon Nummer 1 unterwegs. Das ist so ein kleiner Canyon zum Einstieg. Bisschen gemütlicher, damit man einfach hier entspannt reinkommen kann. So, wir sind gerade aus der Tour rausgekommen. War scheinbar die falsche. Wer hat das wohl so entschieden? Ja, wir fahren jetzt noch ein paar Meter weiter, dann geht's in die richtige Tour. Und dann geht's richtig ab. Wir sind jetzt hier hoffentlich im Richtigen und sehr geil, der hat das erstmal deine Hippen kalkuliert. Aber das passiert. Aber das sieht jetzt hier gut aus. Ah, und wir sind übrigens auch zu viert. Ja, weil es noch nicht gesagt wurde. Da sieht man einmal alle. Da, guck mal, da fahren das der vierte auch. Hier zeigt er seinen Bizeps. Ja, ja. Jetzt noch die All Muscles Pose Kai D. Auch gut. Wir sind jetzt hier am zweiten Tag, beginnen unsere erste Tour. Wir sind hier immer noch zu viert, also wir haben keine Verletzten gehabt. Ja, das ist tatsächlich nicht die Selbstverständlichkeit überhaupt. Aber wir sind bisher erfolgreich gewesen. Ja, und wir marschieren jetzt mal hier los. Hier beim zweiten Canyon angekommen für den heutigen Tag. Kai und Tim richten sich hier gerade. Lilly ist auch gleich da. Ja, und dann geht's hier, denke ich mal, dann den Berg hinunter. Das sieht gar nicht.
Bonjour, Tag 3. Heute stehen zwei Canyons auf dem Plan. Wir sind jetzt auf dem Weg dorthin. Ist eine kleine Reise. Aber ich glaube, wir starten das Video wieder, wenn wir dort sind. Außer es passiert was Aufregendes. Leute, jetzt geht's hier noch runter, die Rutschbahn. Er ist genau in die Pflanze gesprungen. Guten Morgen, also wir wechseln jetzt hier die Unterkunft heute. Wir müssen jetzt, habe ich hier ein bisschen beeilen mit aufräumen, fahren jetzt nach Annecy, machen auf dem Weg noch einen Canyon. Ja, ich denke, wir sehen uns da wieder. Gestern konnten wir den zweiten Canyon leider nicht machen, weil das Wetter schlechter wurde und der Canyon, der für heute geplant war, ist auch ausgefallen. Wasserqualität zu schlecht ist und gesundheitsgefährdend. Wir machen als Alternativprogramm ein bisschen Skaten. Vielleicht seht ihr ein paar Aufnahmen. Tag 5. Heute gehen wir Klippe springen. Das Wetter sieht so mittelprächtig aus, aber wir hoffen, dass es so hält oder vielleicht noch ein bisschen besser wird, auch wenn der Wetterbericht noch was anderes sagt. Wir sehen uns an den Klippen. Thank you.
Und damit hallo. Tag 6. Heute steht eine Wanderung auf dem Plan. Die Aussicht ist heute noch nicht so gut, aber vielleicht lichtet sich das noch. Sind jetzt ein paar Wochen vergangen. Auf der Rückfahrt von unserer letzten Tour wollten wir eigentlich noch an dem Wasserfall vorbei, wo wir den ausspringen wollten. Das sind 18 bis 20 Meter. Das Wetter war aber ziemlich schlecht. Deshalb haben wir den nicht gemacht, hatten auch keine Energie mehr. Tim und ich wandern gerade in der Umgebung, haben gemerkt, oh, hier ist doch noch was wir abhaken müssen. Ja genau, und den wollen wir jetzt noch kurz machen. Und genau, wir gehen jetzt mal nach unten und gucken, wie tief das Wasser ist. Abgetaucht, es ist tief genug. Tim ist auf dem Weg nach oben, er gibt mir dann ein Signal. Safety-Team hier auf jeden Fall reingesprungen, obwohl es nicht mehr nötig war, er war schon wieder oben. Ich glaube aber, damit beenden wir jetzt das Video endgültig. Dem willst du noch abschließende Worte sagen zu dem Jump oder zu dem Urlaub? War easy, war geiler Urlaub.